Abonniere Keytoons und lass den unendlichen Spaß beginnen! Die Welt voller Freundschaft und magischer Abenteuer. Crybabies, Happy Flowers. Duftende Nebenwirkungen. Oh, ich bin schon hier. Hier sind die Flaschen. Ich habe sie noch schnell gewaschen, damit der Blumenduft so rein wie möglich ist. Ah. Du bist so witzig, Ava. Findest du? Dann warte mal ab, was ich noch kann. Das ist so lustig. Wow, schnell, fang den Duft der Blumen ein. Erdbeer-Zuckerwatte-Aroma. Damit werde ich ein ganz besonderes Parfüm herstellen. Hey, veranstalten wir einen besonderen Markt für die Babys. Ich bereite alles vor. Ich werde ein Schild voller Blumen basteln. Und dank mir wird ihnen auch nicht langweilig. Das riecht so gut. Hi, Rose. Was machst du da? Hi, ich bereite gerade ein ganz besonderes Parfüm zu. Ein besonderes Parfüm? Ja, du wirst schon sehen. Ich helfe dir. Wir helfen dir auch. Nein. Helft ihr lieber dabei, den Markt aufzubauen. Ich bin die Einzige von uns, die das machen kann. Wo war ich? Ach ja. Ein bisschen Melonenduft. Gänseblümchen lächeln. Das riecht so gut. Und, genau, ein bisschen Erdbeerzuckerwatte. Dieses Parfüm ist sehr besonders. Es steigert die Fähigkeiten. Alle werden beeindruckt sein. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Wow. Mila ist eine tolle Handwerkerin. Und Sophia ist so ordentlich. Oh. Und Ava, du bist super witzig. Hier ist es, das neue Spezialparfüm. Es riecht nicht nur phänomenal, es steigert auch eure Fähigkeiten. Ich will es haben! Ich auch! Ich will es auch haben! Ja. Ups, es ist schon leer. Ich habe zu wenig gemacht. Aber keine Sorge, ich mache noch mehr. Hey, vorsichtig, Rose. Wow, was für ein wunderschöner Markt. Hallo, Babys. Rose hat ein besonderes Parfüm kreiert, das unsere Fähigkeiten steigert. Aber es ist schon leer, also macht sie Nachschub. Wie cool. Wir wollen auch was davon. Wie seltsam. Mila ist sehr ungeschickt. Ich liebe es, alles durcheinander zu bringen. Keine Ahnung, was hier los ist. Aber ich denke, wir sollten besser gehen. Nein. Geh nicht weg. Hier. Ava ist super lustig. Ava, geht es dir gut? Babys, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Fehler gemacht. Es scheint, als würde das Parfüm genau das Gegenteil bewirken. Und ich bin nicht mehr die Beste in der Herstellung von Parfüms. Jetzt verstehe ich es. Deshalb benehmen sich Ava, Mila und Sophia so merkwürdig. Chaos! Und wie bringst du das in Ordnung? Tja, ich habe keine Ahnung. Wir helfen dir. Nein. Ich bin die Parfümexpertin. Mir wird schon etwas einfallen. Rose? Okay. Keine Sorge, das ist nur Wissenschaft. Aber... Das ist ganz einfach. Ha! Ich nenne es Passionsblume. Ah, es brennt Wasser. Okay, das war's noch nicht. Das ist Melonenblume. Ups. Das wird funktionieren. Prinzessinnenparfüm. Hä? Nun ja, Froschprinzessin. Bei der Herstellung von Parfüms geht es um mehr als. Es geht darum, Aromen zu mischen und jedes Baby hat sein eigenes. Aber jetzt habe ich meine Inspiration verloren. Sag das nicht. Wir haben vielleicht nicht dein Talent. Wir sind vielleicht nicht die besten Parfümherstellerinnen. Aber wir werden nie eine Freundin zurücklassen. Rose, welche Zutaten würdest du verwenden, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Also, Duft von Lavendel, Weinreben und Rosen. Da fehlt noch etwas. Aber was ist es? Ah, ich weiß. Es ist Erdbeer-Zuckerwatte-Aroma. Hey, seht mal, ich bin wieder ein Parfümgenie. Schnell, machen wir mehr für Mila, Ava und Sophia. Yeah! Das ist eine Katastrophe. Was sollen wir nur tun? Das war's dann. Keine Sorge, wir haben die Lösung gefunden. Was ist denn hier los? Was für ein Chaos.
Ich kümmere mich sofort darum. Du bist lustig. Babys, hier. Diese Parfüms sind für euch. Ihr seid die besten Freundinnen, die man haben kann. Danke, Rose. Hey, seht mich an. Und jetzt ist es Zeit, sich zu entspannen. Na klar. Wo ist der Keks? Richtig. Was habe ich nur für ein schlaues Hündchen? Rocky bei Hündchen auf der Baumspitze. Zeit für deine Impfung. Wir wollen doch keine Flöhe haben, oder? Spot, komm zurück. Spot, es tut nicht weh. Nimm noch einen Keks. Huch, warte doch mal. Was macht dieser Zweig hier? Das ist nicht gut für die Blumen. Wie sollen wir denn so schönes Parfüm herstellen? Problem gelöst. Was war das? Oh, es ist ein kleiner Hund mit einer großen Beule. Wir werden uns gut um dich kümmern. Ich nehme ihn mit. Du brauchst einen Namen. Aber, welchen nur? Kiwi? Bibi? Mimi? Ich weiß, Bumpy! Spot! Spot! Keine Sorge, Dottie. Ich bin sicher, er kommt bald zurück. Was ist denn los? Wir müssen Dottie helfen. Warte, sind das nicht Spots Kekse? Seht, der Kekspfad führt in den Zuckerwattewald. Oh nein, der arme Spot, er wird sich fürchten. Wir haben so viel Spaß mit Bumpy. Hi, ich bin schon hier. Das ist Rose. Sie bringt sicher ein paar tolle neue Parfüms mit. Gehen wir. Uff, es ist so heiß hier in der Tutti Frutti Bucht. Denkt ihr auch, was ich denke? Cry Smoothies! Aber wir müssen Spot finden. Dann suche ich halt ohne sie weiter. Spot! Spot! Wo steckst du denn nur? Dann bist du also Bumpy. Ich habe ein Parfüm für dich. Dieses hier. Darin sind Goldstrahlen, denn du strahlst so hell wie die Sonne. Genau die. Liebesblumen, weil du so schön und süß bist. Und träumsüß. Unglaublich, du kennst ja alle Blumen. Du wärst ein echt toller Helfer bei der Parfümherstellung. Guter Junge Bumpy, du hast eine unglaubliche Nase. Wir werden Millionen von Parfüms kreieren. Hä? Spot? Schnell, hol Koni und Bruni. Spot ist hier. Spot! Spot! Sieh mal, wie gut er aussieht. Du bist so süß, Bumpy. Wer ist das Baby? Und hä, was macht sie mit Spot? Und warum nennt sie ihn Bumpy? Hi, entschuldige, aber du verwechselst da etwas. Ich bin Dottie und das ist mein Hund. Er heißt Spot. Komm her, Spot. Komm mit mir. Wir müssen zurück nach Hause. Hi, ich bin Mila und der Hund heißt nicht Spot, sondern Bumpy. Wir haben ihn allein und benommen im Wald gefunden und jetzt wohnt er bei uns. Aber... was redest du denn da? Sein Name ist Spot und er verhält sich seltsam. Ich bin sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist. Komm her, Spot. Vielleicht hast du ja Fieber. Er ist weggelaufen, weil er seine Spritze bekommen soll. Und die mag er nicht. Nun, er scheint hier glücklich zu sein. Er schnuppert den ganzen Tag an Blumen. Ja, er hat einen super Geruchssinn. Und er ist auch ein sehr guter Freund, mein bester Freund. Du hast ihn sehr lieb, nicht wahr? Ja, und er mich auch. Irgendetwas stimmt nicht mit Spot. Mit Bumpy? Aber warum nennst du ihn Bumpy? Als wir ihn fanden, hatte er eine Beule. Oh, das ist es. Er muss durch den Stoß sein Gedächtnis verloren haben. Vielleicht könntest du etwas tun, was ihm vertraut ist. Dann erinnert er sich an dich. Komm, Bumpy, spiel mit Dottie. Dottie ist lieb. Ah, der Keks. Komm schon, Spot. Wo ist der Keks? Aber geh doch nicht weg. Bist du nervös, Spot? Rocky bei Hündchen auf der Baumspitze. Komm schon, Spot, erinnere dich an mich. Ich hab dich wahnsinnig lieb. Ich habe dich so sehr vermisst, Spot. Was hast du denn? Na klar doch, hier ist noch ein Keks. Die schmecken dir gut, oder? Vielen Dank, dass ihr euch um Spot gesorgt habt. Besonders du, Mila. Wir besuchen dich mal im Zuckerwattewald und dann können wir alle zusammen spielen, okay? Bis bald, Bumpy. Alles Gute.
Flowers Magiteers. Hier, Dottie, Parfüms für deine Freunde. Oh, ich danke dir. Ich stecke sie in meinen Koffer. Uff, so viel Zeug. Das ist nicht genug Platz. Das raus, das raus, das... Warte, Spot! Ja, Dottie, da ist Spot. Die Zuckerwatte-Waldparfüms. Teil 1. Ich liebe das Parfüm. Ich würde gerne die Babys kennenlernen, die es herstellen. Es tut mir leid, Lulu, aber es ist nur noch ein Tropfen übrig. Was auch immer passiert ist, war wohl schrecklich, denn der Schrei war fürchterlich. Lulu hat meinen letzten Rest Parfüm benutzt. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich bin sicher, dass es schnell vergeht. Okay, vielleicht war ich ein bisschen dramatisch, aber es riecht so gut. Und du kannst es sogar online bestellen. Es geht sofort raus zu deinem Haus. Ja, ich hab's schon bestellt. Sollte nicht lange dauern. Da ist es. Das muss mein Parfüm sein. Und meins auch. Und meins auch. Ja. Und meins? Oh, hey, du hast eins vergessen. Meine Bestellung war nicht dabei. Oh, mein Parfüm. Sie haben mich vergessen. Willst du das Geheimnis aufdecken, musst du den Zuckerwattewald entdecken. Aber das ist zu weit weg. Zuckerwattewald? Warst du etwa schon dort? Zeig's mir, zeig's mir, zeig's mir. Au, bitte, bitte, bitte. Okay, okay, wir gehen ja in den Zuckerwattewald. Aber du brauchst ordentliche Schuhe, denn es ist eine sehr lange Reise. Hab ich! Da sind wir schon. Es riecht so gut. Ich liebe es hier. Wahnsinn, die Bäume, die Blumen, alles riecht wundervoll. Ah, wir haben Besuch. Wer bist du? Ich bin Ava. Bist du hier, um uns zu besuchen? Wohnst du hier? Woher kommst du? Machst du etwa die Parfüms? Wofür sind deine Antennen? Okay, okay. Ava, das sind Lady und Lulu. Ich bin Dreamy und das ist Rim. Schön, dich kennenzulernen. Ich liebe eure Parfüms. Das ist so großartig. Der Zuckerwattewald ist ein unglaublich schöner Ort. Es ist so cool, dass ihr hergekommen seid. Suchen wir die anderen. Sie werden sich sicher freuen. Wir haben Besuch. Lady und Dreamy und ihre Haustiere Lulu und Rim. Hi, ich bin Mila. Schön, dich kennenzulernen. Was für ein schönes Haus. Und das Gewächshaus ist fantastisch und alles riecht unglaublich gut. Weißt du, sie liebt Parfüms wirklich. Und wie stellt ihr die Parfüms her? Mein Parfüm. Oh, ganz einfach, Mann. Hilfe! Keine Bremsen! Ah! Oh. Immer dasselbe. Sie wird dich umfahren. Passiert nicht zum ersten Mal. Rose, alles okay? Mir geht's gut. Nichts kaputt gegangen. Keine Sorge, Rose. Ups, ihr wisst ja, ich bin nicht zu bremsen. Flowers Magic Tears. Wow. Rose ist eine Meisterin des Parfüms. Seht, so werden die Parfüms gemacht. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Wildrose mit einem kleinen Hauch von Regenbogenwatte. Jasmin mit Vanilleessenz. Wow! Das von den Blumen erzeugte Aroma ist die reinste Essenz der Parfüms. Wenn ein einziger Tropfen auf euch landet, behaltet ihr den Duft für immer. Deshalb müsst ihr wissen, wie man sie mischt. Passt auf! Lasst uns ein Frühlingswildblumenparfüm kreieren. Das reicht für einige Flaschen. Super, ich helfe dir. Lulu!
Tut mir leid, wir haben kein Parfüm mehr zu Hause. Die Bestellung kam nicht an. Oh oh, das ist Sophias Aufgabe und heute hat sie gar keine gute Laune. Alles ist falsch. Einfach alles. Sophia, wir haben Besuch. Hi. Entschuldigt die Unordnung. Ich bin nicht immer so chaotisch. Normalerweise ist alles aufgeräumt, aber ich habe die Liste mit den Parfümbestellungen mit der Liste für besondere Geschenke verwechselt. Oh oh. Das ist mir noch nie passiert, aber es sind so viele Aufträge. Wir finden sicher eine Lösung. Na klar, ich habe eine tolle Idee. Zusammen schaffen wir das. Fortsetzung folgt. Folge. Ich würde gerne die Babys kennenlernen, die es herstellen. Nein! Ladys Suche nach ihrem verlorenen Parfüm führte sie in den Zuckerwattewald. Tut mir leid, wir haben kein Parfüm mehr zu Hause. Dort traf sie Sophia, eine fröhliche Blume mit einem kleinen Organisationsproblem. Das ist mir noch nie passiert. Zusammen schaffen wir das! Die Zuckerwattewald-Parfüms, Teil 2. Also, wie willst du das hier in Ordnung bringen? Wir bilden eine Produktionskette. Eine Produktionskette? Ja. Jeder wird sich um eine Sache kümmern. So werden wir schneller fertig. Ja! Vielen Dank für eure Hilfe. Und dann kannst du mir den ganzen Zuckerwattewald zeigen. Gute Idee. Wir müssen nur dafür sorgen, dass jedes Baby das richtige Parfüm bekommt und dann das Etikett aufkleben. Ich übernehme die Liste. Dann rieche ich an den Parfüms für die Babys. Und ich klebe die Etiketten auf. So werden wir schnell fertig. Ja! Lady, Dreamy, seid ihr bereit? Das erste ist für Angie, Sternorangenparfüm. Violetter Lavendel, rosa Wolken, Sternenorange. Fertig. Das nächste? Wir räumen alles auf, alles kommt an seinen Platz. Tina, Parfüm der Poesie. Riecht, riecht, riecht so gut. Macht schon, schnell, Parfüm für Tina. Für Tina? Ich klebe das Etikett auf. Wie cool! Bald erkunden wir den Zuckerwattewald. Die Produktionskette funktioniert super. Für Dotti, zuckersüßes Erdbeerparfüm. Oh, warte! Nein, nein! War das für Ella? Nein. Tropisches Gänseblümchen? Genau, Gänseblümchen. Das Gänseblümchenparfüm ist für Ella. Ella? Nicht Ella, Dotti. Dotti oder Ella? Gänseblümchenblüte für Ella. Mir ist so schwindelig. Ah, oh, alles riecht gleich. Lady, Navi, Fancy, Daisy? Wusstet ihr, dass Ellas Lieblingseissorte Banane ist? Aber das will sie Nana nicht sagen. Hast du Nana gesagt? Nana oder Lala? Nein, also Nana. Geschafft! Ja! Ja! Bitte was? Muss ich das alles ausliefern? Ja! Und sieh nur, wie ordentlich alles ist. Hä? Ja, es sieht sehr ordentlich aus. Okay, dann düse ich mal los. Brauchst du einen kleinen Schubs? Toll! Und jetzt kannst du mir den Zuckerwattewald zeigen. Ihr habt wieder die Etiketten vertauscht. Die Babys haben die falschen Parfüms erhalten. Und ich bin wirklich erschöpft. Es tut uns sehr leid. Wir haben uns so beeilt, dass wir alles falsch gemacht haben. Ja, ich konnte es kaum erwarten, den Zuckerwattewald zu erkunden. Es ist so ein besonderer Ort. Und ihr seid so cool. Wir waren nicht sehr aufmerksam, aber es wird nicht wieder vorkommen. Verzeiht ihr uns? Natürlich, wir sind Freunde. Flowers, Magic Tears!
Diesmal machen wir keine Fehler. Los geht's! Bei so vielen Aufträgen müssen wir wirklich aufpassen. Das war's. Wir kümmern uns darum. Du ruhst dich jetzt aus. Lulu und Rim gehen mit dir zum Strand. Lieferung für Angie. Lieferung für Ella. Ich bin hier. Und für Conny. Ja! Toll! Wir sind schon zurück. Wir haben alle Aufträge pünktlich geliefert. Alles lief perfekt. Oh, vielen Dank, Babys. Wenn ihr jemals wieder so viele Bestellungen habt, wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Ja! Ja. Gemeinsam sind wir ein perfektes Team. Endlich! Jetzt kann ich an meinem Parfüm schnuppern. Hä? Wo ist es? Lulu! Ich fang dich!